Guten Tag, mein Name ist Oliver Bauer und auch ich hatte die Ehre, im ersten Heft von Storyteller zu erscheinen. Heute möchte ich aus James Thurber Lachen mit Thurber vorlesen. Das sind Geschichten und Fabeln. Wer mal zufällig zu dem Buch kommt, ich kann es nur weiterempfehlen. Der Uhu, der Gott war. In einer sternlosen Nacht saß einmal ein Uhu auf einem Eichbaum. Zwei Maulwürfe versuchten unbemerkt vorbeizuschlüpfen. Duhu, rief der Uhu. Wer? Quiekten sie angstvoll und erstaunt, denn sie konnten gar nicht glauben, dass irgendjemand imstande sei, sie in dieser Finsternis zu sehen. Duhu und du, sagte der Uhu. Die Maulwürfe liefen davon und erzählten den anderen Geschöpfen in Feld und Wald, der Uhu sei das weiseste aller Tiere, denn er könne im Dunkeln sehen und gebe auf jede Frage die richtige Antwort. Das werde ich mal nachprüfen, meinte ein Kranichgeier, und eines Nachts, als es sehr finster war, stattete er dem Uhu einen Besuch ab. Habe ich jetzt die Augen offen oder mache ich sie zu? Fragte der Kranichgeier. Zuhu, sagte der Uhu, und das stimmte. Wissen Sie, wie wem auf Lateinisch heißt, setzte der Kranichgeier das Examen fort. Kuhui, erwiderte der Uhu. Der Kranichgeier versuchte es ein drittes Mal. Wie ist der Name der südafrikanischen Antilope? Knuhu, ließ sich der Uhu vernehmen. Der Kranichgeier eilte zu den anderen Geschöpfen zurück und berichtete, der Uhu sei in der Tat das weiseste aller Tiere, denn er könne im Dunkeln sehen und gebe auf jede Frage die richtige Antwort. »Kann er auch bei Tag sehen?« erkundigte sich ein Rotfuchs. »Ja«, echoten ein Haselmaus und ein Zwergpudel, »kann er auch bei Tag sehen?« Diese törichte Frage reizte die anderen Geschöpfe zu lautem Lachen. Sie fielen über den Rotfuchs und seine Freunde her und vertrieben sie aus der Gegend. Dann schickten sie einen Abgesandten zu dem Uhu und ließen ihn bitten, ihr Führer zu werden. Als der Uhu bei den Tieren erschien, war es 12 Uhr mittags und die Sonne schien hell. Er schritt sehr langsam einher, was ihm einen überaus würdigen Anstrich verlieh, und er starrte mit seinen großen Glotzaugen um sich, was ihm ein ungemein bedeutendes Aussehen gab. »Er ist Gott!« kreischte eine große Legehenne. Und die anderen Tiere stimmten begeistert in den Ruf ein. »Er ist Gott!« jubelten alle. Sie folgten ihm, wohin er auch ging. Und wenn er an etwas anbumste, dann bumsten sie auch an. Als er eine Autostraße erreichte, wanderte er auf ihr weiter. Und alle seine Anhänger folgten ihm. Ein Falke, der die Vorhut übernommen hatte, entdeckte plötzlich einen Lastkraftwagen, der mit großer Geschwindigkeit auf sie zukam. Er meldete es dem Kranichgeier und der meldete es dem Uhu. »Es droht Gefahr«, krächzte der Kranichgeier. »Kuhui«, fragte der Uhu. Der Kranichgeier teilte es ihm mit und fügte hinzu, »Fürchtest du dich denn nicht?« »Puhu«, sagte der Uhu ruhig, denn er konnte den Lastkraftwagen nicht sehen. »Er ist Gott«, schrien alle Geschöpfe, und sie schrien noch immer, »Er ist Gott!« als der Lastkraftwagen heranbrauste und sie überfuhr. Einige Tiere wurden nur verletzt, aber die meisten, darunter der Uhu, kamen ums Leben. Moral: Glaube macht nicht immer selig. Und noch eine zweite Geschichte, ebenfalls von James Thurber: Das kleine Mädchen und der Wolf. Eines Nachmittags saß ein großer Wolf in einem finsteren Wald und wartete, dass ein kleines Mädchen mit einem Korb voller Lebensmittel für ihre Großmutter des Weges käme. Endlich kam auch ein kleines Mädchen des Weges und sie trug einen Korb voller Lebensmittel. »Bringst du den Korb zu deiner Großmutter?« fragte der Wolf. Das kleine Mädchen sagte ja, und nun erkundigte sich der Wolf, wo die Großmutter wohnte. Das kleine Mädchen gab ihm Auskunft und er verschwand in den Wald. Als das kleine Mädchen das Haus ihrer Großmutter betrat, sah sie, dass jemand im Bett lag,
der ein Nachthemd und eine Nachthaube trug. Sie war noch keine 3 Schritt auf das Bett zugegangen, da merkte sie, dass es nicht ihre Großmutter war, sondern der Wolf. Denn selbst in einer Nachthaube sieht ein Wolf einer Großmutter nicht ähnlicher als der Metro-Goldwyn-Löwe, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Also nahm das kleine Mädchen eine Browning aus ihrem Korb und schoss den Wolf tot. Moral: Es ist heutzutage nicht mehr so leicht, wie ihr dem kleinen Mädchen etwas vorzumachen. Dankeschön.